Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter wurden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Bevor wir nun mit dieser 6. Episode vom Montagsinfoabend beginnen wollen, werden wir Ihnen noch eine kleine Kurzbeschreibung der Themen geben, die unseren Sprechern am Herzen liegt und euch in diesem Video näher bringen wollen. Manfred Johann Lorenz, unser Manjolo, begleitet uns wieder musikalisch zwischen den Sprechern durch den Abend. Andreas Haunold stellt Wir Gemeinsam Salzburg, Nachbarschaftshilfe und Regionalwirtschaft vor. Paul Ettl von der Friedensakademie Linz, deren Motto lautet: Friede ist nicht die Abwesenheit von Krieg, Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zur Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit. Günter Peham von Wertevoll Leben. Er fragt: Bin ich Gestalter oder Opfer? Franz Furtner, menschlich, regional, statt globaler Größenwahnsinn. Er organisiert viele Top-Info-Veranstaltungen und bietet somit den Sprechern ein Gehör. Der Autor Franz Josef Neffe von der Du musst Schule zur Ich kann Schule. Direktor Franz Kurz von der HTL in Hallein erzählt aus dem Schulleben. Joe Greisel von Freeman Austria muntert uns auf, eigene Denkmustergewohnheiten bewusst zu machen und Worte etwas anders zu verstehen, als es uns beigebracht wurde. Ebenfalls möchten wir uns recht herzlich bei Klaus Klatzel für die Live-Übertragung auf den freien Bürgerradio OkiTalk bedanken, den er über das Magazin Der Talk von Mensch zu Mensch sendet. Zum Mit- und Selbermachen. Schauen Sie auch auf www.okitalk.com rein. Es zahlt sich wirklich aus. Welcome to freedom. 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 Währenddessen Manjolo noch den Soundcheck macht, wollen wir euch die Gelegenheit geben, ein Schreibmaterial bereitzulegen. Denn in diesem Videobeitrag werdet ihr viele nützliche Tipps und Informationen erhalten, die es lohnt aufzuschreiben.